Moin. Moin. Und herzlich willkommen bei Melli und Fogi. Heute mal von zu Hause. Heute mal von zu Hause, genau. Aber das ändert sich gleich noch. Wir möchten uns nämlich in erster Linie erstmal bei euch bedanken für 1000 Abonnenten. Mega. Dankeschön. Echt hammerhart. Ihr seid so toll. Wow, da haben wir so schnell noch gar nicht mit gerechnet. Ganz, ganz lieben Dank. Und deswegen haben wir was für euch vorbereitet. Ja, genau. Die ersten 1000 Abonnenten, das sind ja die schwersten. Ja. Das muss man erstmal hinkriegen mit einem YouTube-Kanal. Und darum haben wir gedacht, wir machen mal so einen Rückblick von 2018. Also wir haben ja im Juli 2018 mit dem Kanal angefangen oder Juni. Na, jedenfalls so Juni irgendwie oder Juli. Und ich habe da für uns nochmal so die Highlights rausgesucht. Und die können wir uns dann mal angucken. Genau. Wir fangen dann mal an mit dem, wo es angefangen hat. Wir fangen mit dem Anfang an. Nämlich da, wo wir die Wohnwagen getauscht haben. Also die erste Horror-Aktion. Genau. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin hier immer noch mit der Aktion beschäftigt, die beiden Wohnwagen zu tauschen. Und ja, Hintergrund bei der Sache ist ja das, dass das hier unser Reisewohnwagen ist. Und das hier ist ja der Wohnwagen mit Vorzelt, der hier immer fest stehen bleiben soll. Ja, also heute auf jeden Fall Vorzelt abbauen. Dazu muss ich erstmal das ganze Gerödel hier aus dem Vorzelt rausholen. Und dann gibt es hier auch noch so einen Boden. Den muss ich auch abbauen. Und dann eben, dann werde ich wahrscheinlich erstmal den Wohnwagen, unseren Reisewohnwagen, durch die Einfahrt da raus manövrieren. Das ist aber auch nicht so einfach, das ist ziemlich knapp. Also das schafft man jetzt nicht mit dem Zugfahrzeug, da muss man mit mehreren Leuten immer hin und her schieben. Dann kommt der hier einfach erstmal runter vom Platz, den stelle ich irgendwo hin, wo Platz ist. Und dann wird der Wohnwagen hier rückwärts rausgeschoben und dann hier den Weg entlang geschoben und dann hier wieder rückwärts reingeschoben, auf den Platz gestellt. Es geht doch nicht über einen anständigen Widerspruch, oder? Ja. Also in dem Video habe ich ja erklärt, was gemacht werden muss. Und ich habe auch erklärt, dass man den Wohnwagen da nicht mit dem Zugfahrzeug rausziehen kann, weil das nicht passt. Und jetzt in dem nächsten Clip, den wir euch zeigen, zeigen wir euch, wie ich es trotzdem versuche, da mit dem Zugfahrzeug rauszufahren. Ja, muss doch irgendwie gehen. Und natürlich scheiter. Es geht natürlich nicht, wie ich schon vorher gesagt habe. Ich habe es ja schon vorher erklärt. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt hier gerade angekoppelt. Ich finde, das ist doch mal sauber angekoppelt. Stimmt doch alles. Ne? Ich musste halt in dem Winkel ranfahren, weil ich absolut keinen Platz habe. Ja, hier kann man es auch schön sehen. Das Problem ist einfach der Platz. Aber knapp daneben ist eben doch vorbei. Ne? Problem ist eben auch, dass ich über diesen Holzboden rüber muss. Darum habe ich hier schon ein bisschen was hingelegt. Und ja, hier habe ich auch schon so ein bisschen was hingelegt. Dann müsste eigentlich da rüberrollen. Soweit mein Plan. Tja, das sieht jetzt schon so ein bisschen abenteuerlich aus. Aber es sollte klappen. Ja, ihr habt gesehen, wie weit ich gekommen bin. Das war's dann auch. Weiter ging's nicht. Ich konnte dann auch nicht mehr weiterfilmen, weil ich einen Wutanfall gekriegt habe. Ja, ich muss dazu sagen, also ich war arbeiten und Jens hatte Urlaub. Ja. Aber das Coole war, ich stand dann mit dem ganzen Gespann dann irgendwann so unglücklich, dass der ganze Weg blockiert war. Und dann kamen zwei Mädels da vorbei, die wollten da durch, ging natürlich nicht. Und die beiden, die hatten echt Power. Die haben mir dann geholfen, den Wohnwagen per Hand da rauszuschieben. Ja, das war schon eine echte Aktion. Und naja, aber wir haben es ja geschafft. Ja, wir haben es geschafft. So, dann machen wir weiter.
Und so wie das aussieht, ist heute der schlimmste Tag, beziehungsweise gestern war der Tag, wo wir dann alles total umgerissen haben, beziehungsweise die beiden Wohnwagen umgestellt haben. Der steht jetzt da, wo er auch stehen soll. Das war eine echt krasse Aktion. Die konnte ich nicht filmen, weil da liefen hier 5-6 Leute rum oder so. Total chaotisch und total eng. Und es war wirklich extrem eng, den Wohnwagen da durch die Einfahrt reinzukriegen. Ja, jetzt bin ich mit Melanie hier und Melanie ist gerade völlig geschockt, wie das hier so aussieht. Zu Recht, muss ich sagen. Dann liegt hier so die Abteilung Sperrmüll. Ja, und hier steht unser Reisewohnwagen. Da hinten ist nochmal Abteilung Sperrmüll. Und hier ist gerade eine völlig schockierte Melanie, wie der Platz hier aussieht. Gerade nicht ansprechbar, gerade völlig in der Krise. Müssen wir ja auch ein bisschen was für die Ernährung tun, ne? Jo. Und ja, darum grillen wir jetzt mal ein bisschen. Oh, ich kriege ein Steak. Zweifeln hier langsam an der Hitze und dem Vorzelt. Er steht zwar, aber wir sind auch völlig abgenervt. Also ein Vorzelt aufbauen ist echt eine Scheißarbeit. Und bei 32 Grad im Schatten, dann in der Sonne Vorzelt aufbauen, das ist nichts. Wenn wir hier arbeiten bei so heißem Wetter, dann werden wir das, glaube ich, in Zukunft alle 2 Stunden machen. Mal eben rein in die Weser. Und alles abkühlen, vor allem den Kopf. Und dann ist man auch wieder leistungsfähiger. Also das bringt einfach mehr. Ja, ansonsten hat sich heute nicht viel getan. Was heute angesagt war, war Wohnwagen ausrichten, damit er gerade steht. Das hat ziemlich lange gedauert. Und ja, hier steht immer noch der Sperrmüll. Und die Sachen vom Vorzelt haben wir immer noch nicht eingeräumt. Das machen wir heute auch nicht mehr. Wir machen jetzt Feierabend. Wir müssen noch ein bisschen einkaufen fahren. Weil wir haben heute gesoffen wie die Bergziegen und haben nichts mehr zu trinken. Ja, das war Melanies schlimmster Tag. Ich habe da ja angefangen zu filmen und zu erzählen, was los ist. Und Melanie stand da und war stinksauer. Naja, was heißt stinksauer? Also ich meine, wie gesagt, ich musste ja arbeiten. Deswegen war ich ja bei dieser Hauruck-Aktion nicht dabei. Und wir hatten just den Platz so weit, dass wir da irgendwie einen Grund erstmal drin hatten, weil der war hardcore, als wir den übernommen haben. Das muss man mal eben kurz dazu sagen. Und dann komme ich da hin und es sah schlimmer aus als vorher. Ich habe wirklich gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe gedacht, es schmeißt uns um Welten zurück. Also ich war echt ja, sprachlos, fassungslos. Ich konnte es nicht glauben, was da passiert ist. Ja. Ja, und ein Nachbar von uns kam auch und sagte, Mensch, ihr hattet das doch schon alles so schön. Ja, und genau. Habt ihr alles abgerissen und umgerissen, verstehe ich nicht. Hat mich nicht gerade aufgebaut. Jo, das war auch echt eine harte Aktion, aber es nützte nichts, die beiden Wohnwagen mussten getauscht werden. Ja, ging halt nicht. Ja, und dann das Vorzelt wieder aufbauen, bei 32 Grad im Schatten und wir hatten, was weiß ich, das war 150 Grad in der Sonne. Das war echt Irrsinn, also gefühlt auf jeden Fall. Das war ein harter Tag. Nee, war schon krass, aber wie gesagt, wir mussten den halt tauschen, weil der Reisewohnwagen musste leicht
hin und her gezogen werden können vom Platz. Und das war in der Ecke, wie ihr gesehen habt, unmöglich. Und das Ziel war eigentlich, dass wir beiden das alleine schaffen. Und es ging halt sonst nicht. Also mussten wir da jetzt durch. Also du meinst, dass wir es in Zukunft alleine schaffen, ja, genau, den Wohnwagen da abzuholen. Deswegen sage ich ja, das Ziel war ja, ne? Genau. Das war schon, naja. Aber es gab ja auch lustige Sachen. Gut, dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ja, moin Leute. Ja, wir sind mal wieder auf dem Campingplatz und wollen mal so ein bisschen was tun. Heute ist gerade so ein super schönes Wetter und wir wissen noch gar nicht so richtig was, aber irgendwie muss ich mit dem Badezimmer mal weiterkommen. Und Melanie rödelt da auch schon ganz schön rum. Oh, da fliegen die Teile raus aus dem Wohnwagen. Ich habe keine 2 Minuten gebraucht. Melanie randaliert da gerade im Wohnwagen rum, da muss ich mal eben nachgucken gehen. Und dann soll ich da drinnen schlafen oder was? Ein Scheiß mache ich. Melanie reißt hier alles auseinander und ich muss hier eine Tour zum Spermel nach der anderen fahren. Ja? Du bist noch nicht mal eine gefahren, hör auf zu weinen. Ich bin schon eine gefahren mit Anhänger. Ja, mein Gott, aber guck dir das mal an hier. Guck dir das mal an, findest du das lecker? Ja, da sind voll die Spinnennester drin hier. Das Weiße sind Spinnennester. Und hier zwischen hängen die nämlich auch und das ist ekelig. Und wenn du das nicht gebrauchst, weißt du, dann kannst du es auch rausreißen. Ja, toll. Noch mehr Sperrmüll. Ach, Baby. Aber es ging voll schnell. Ja, toll. Also, wenn man einen Wohnwagen zerlegen möchte, ich habe voll den Tipp, einfach die Hebeltechnik. Klappt. Ja, nachdem Jens jetzt so viel da rumrandaliert hatte auf dem Platz, habe ich gedacht, ich mache mal ein bisschen mit. Das war Jens dann zu viel. Jo. Oh Mann, aber ja, wir haben halt in dem anderen, in dem Standwohnwagen auch noch eine Menge vor, da sind wir auch noch bei. Und da musste erstmal ein Grund rein. Und so einige Sachen, wo ich dann gedacht habe, brauchen wir nicht, habe ich stumpf rausgerissen. Oh, ich habe aber reichlich Touren zum Sperrmüll gefahren. Ja. Also erstmal schon, glaube ich, 2 oder 3 Anhänger voll. Also einfach nur Sachen von unseren Vorgängern. Ja, das lag ja auch noch so viel. Und dann unsere Umbauaktion und was weiß ich, und Büsche schneiden und Baum schneiden und so. Also eigentlich haben wir den Sommer nur gerissen. Oh, Wahnsinn, ey, was ich da weggefahren habe vom Campingplatz. Naja, also wenn man sich zum Nachhinein anguckt, war das schon echt eine ganze Menge Arbeit. Okay. Ja gut, dann gucken wir mal weiter. Mal gucken, was das nächste für ein Blödsinn gemacht hat. Ja. Heute ist Sonntagmittag und wir haben eine Menge geschafft. Also sieht alles nicht mehr so chaotisch aus. Wir haben auch schon teilweise das Vorzelt eingeräumt. Das Problem ist nur, wir haben jetzt bei unserem Reisewohnwagen Wassereinbruch. Da tropft es jetzt durch die Dachluke. Ja, das zeige ich euch gleich mal. Naja, jedenfalls hier sieht das schon mal gar nicht mehr so schlimm aus. Und ja, hier mit dem Vorzelt fangen wir auch schon an, alles wieder einzuräumen. Ja gut, ist noch nicht schick, aber wir sind dabei. So, und jetzt gehe ich mal zu Melanie, weil hier bei unserem Reisewohnwagen, da haben wir ein bisschen Wasser. Oben drauf auf dem Wohnwagen, so sieht das hier aus. Und durch die Dachluke hier, Hier ist es irgendwie undicht geworden. Hier ist es auch schon sehr porös. Das muss mal neu abgedichtet werden. Na gut, der Gute ist jetzt 41 Jahre alt. Da darf er auch mal ein bisschen schwächeln. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, jetzt sind wir hier im Wohnwagen. So sieht die Dachluke von innen aus. Und hier, ja, hier, da hängt auch ein Tropfen. Jetzt ist er runtergefallen. Ja, das müssen wir einmal wieder dicht kriegen. Und Melanie ist ja schon voll in Action. Dein Ernst? Da ist sie. Jedenfalls da oben arbeitet Melanie jetzt mit Silikon. Ja, und so sieht unser Platz von oben aus. Die Sache. Das war's, fertig. Ernsthaft?
Ja. Als Camper hat man halt immer Spaß. Echt jetzt? Da wird einem nie langweilig. Unsere Fuddelplane kommt hier gerade runter. Die schneiden wir jetzt erstmal ab. Dann kommt dann eine neue drauf. Jupp. Nicht so einfach. Wassereinbruch im Wohnwagen. Hier kommt die Plane runter. Ich habe mich schon gewundert, wo die ganzen Fetzen herkommen. Die liegen hier überall rum. Guck mal, wie brüchig das ist. Du brauchst nur ganz leicht. Ja. Das kannst du vergessen. Das müssen wir neu machen. Ja. Ja, und kaum dachten wir so, jetzt haben wir es im Gröbsten hingekriegt. Alles erstmal wieder aufgebaut. Dann hat es reingeregnet in unseren Reisewohnwagen. Ja, ich vermute mal, das hörte nicht auf. Also die Dachluke oben, die war ja schon mal mit Silikon nachträglich abgedichtet. Und wahrscheinlich durch das Rumreißen und Bewegen und so ist wahrscheinlich dieses alte, poröse Silikon irgendwie eingerissen, vermute ich mal. Und dadurch hat es dann reingeregnet. Aber Melanie hat das sehr professionell repariert. Ja, ich habe mich dann... Bis heute dicht. Das ist tatsächlich immer noch zu, ist unglaublich, oder? Ja. Also ich habe mich dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, damit getröstet, okay, gut, dann besser hier auf dem Platz, als wenn wir unterwegs jetzt gewesen wären. Weil ich glaube, dann wäre ich durchgedreht. Dann wäre ich, glaube ich, richtig am Rad gedreht. Aber so, ja gut, okay, der stand da, wir haben es gemerkt. Und ja, also ja. Das war jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt eine Woche das Wasser drin gestanden hätte oder so. Nee, Gott sei Dank nicht. Das ging also alles noch. Es hat geregnet, ist reingelaufen, wir haben es am nächsten Tag gesehen. Also alles noch echt tutti. Ja, und ich musste natürlich bei, weil Jens ist nicht durch die Luke gepasst und anders ist man da irgendwie nicht rangekommen. Mal wieder Glück gehabt. Ja, ja. Ja, aber hält noch, also alles gut. Ich habe nur Angst, wenn sich das verzieht oder reißt oder ich das zu stramm mache, man setzt sich rauf und ja nun, du hast dich nur dafür entschieden, das neu zu beziehen. Du musst jetzt durch. Ja. Ja, also hier hat sich schon jemand die Mühe gemacht, dieses Polster neu zu beziehen mit einem Stoff von IKEA. Und von daher ist da jetzt auch schon so eine Holzplatte hinter. Toll, ich habe jetzt zwei Lehnen und zwei Teile, die ich so fertig machen muss. Okay, Nummer 1. Geht doch gut, tack, tack, tack. Ja, geil. Ja. Wenn ihr wüsstet, mir läuft der Scheiß hier so runter, ich bin so aufgeregt, ey. Jetzt filme ich Melanie mal durchs Fenster hier. Kann ich das besser sehen, was sie macht. Und wir haben jetzt hier so einen Umschlag gemacht, hier an der Seite. Das Ganze muss so ein bisschen schön eingepackt werden wie ein Geschenk. Melanie kann Gott sei Dank gut Geschenke einpacken. Und dementsprechend kann sie auch gut das Polster einpacken. Alles, was übersteht, wird abgeschnitten. So. Und Tupfer, Frau Doktor? Tupfer? Oh, ein Badetuch. Oh. Oh, von der Werkbank runter. Ah, bist du zufrieden? Ja. Auch mit dem Umschlagen hier an den Seiten. Das ist doch sauber geworden. Das gefällt mir. Die Seite habe ich genauso gemacht. Ja. Hinten, was übersteht, wird jetzt abgeschnitten. Ey, guck mal. Ja, cool. Sieht doch super aus. Ist doch wieder schön geworden. Ja. Jo, jetzt ist Jens am Tackern. Ich kann mich mal eine Runde abkühlen. ja, und Jens hat eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn der Untergrund nicht fest genug ist und man nicht genug Kraft aufwendet, die Teile da einfach nicht reingehen. Also das ist... Ja, wenn das schwingt, ne? Ja, das ist schon echt hardcore. Komisch, jetzt läuft's. Hä? Verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht, oder? Nö. Oh, erste Ecke fertig? Ja. Komplett? Ja.
Und es ist gar nicht so schlecht geworden. Selbst mit dem Einschlag hier am Eingang, das sieht richtig gut aus. Wow, das ist schön. Geschafft, yippie. Wie ihr sehen könnt, hat Melanie ihr Werk vollbracht. Schöne neue Sitzpolster. Tja, und das in einem 40 Jahre alten Wohnwagen. Nee, 41 Jahre ist er jetzt alt. Leute, wir haben gerade wieder was Lustiges festgestellt. Und zwar hat Melanie ja die Polster getackert. Getackert? Ja, und jetzt ist ja schon 20 Uhr. Und solche Arbeiten darf man hier auf dem Campingplatz nur bis 19 Uhr machen. Danach ist dann Ruhezeit. Und da kam jemand und hat gefragt, ob sie hier gehämmert hat. Da habe ich gesagt, nee, ich habe nur getackert. Und jetzt habe ich Jens gefragt, sag mal, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und da zeigt er mir stolz, hier in diesem Wohnwagen, wo er auch den Boden verlegt hat. Guck mal hier, das habe ich hier abgeklebt, jetzt die ganzen Nägel oben. Und ja, das habe ich abgekniffen. Und hier habe ich die auch noch reingehämmert. Ich so, was? Hallo? Du hämmerst die rein und ich krieg den Lack, weil ich hämmer. Das ist so eine Frechheit, ey. Gut gelaufen für mich. Ja, toll. Ich war im falschen Wohnwagen. Meiner steht direkt vorne. Super. Also der, wo ich drin gewuselt habe. So. Ja. Ja, aber danke fürs Gespräch, Schatz. Ja, gern geschehen. Also nochmal zur Orientierung. Melanie hat da im Knut rumgewurstelt und ich habe hier im Phoenix rumgewurstelt. Beziehungsweise gehämmert. Wo das Vorzelt ist, wo einen keiner sieht. Ja, genau. Deswegen hänge ich jetzt auch noch Vorhänge auf, damit mich nachher auch keiner mehr sieht. So. Ja, das war wieder mal so eine typische Aktion. Ich mache Blödsinn und Melanie kriegt dafür einen rein. Ist das nicht fies? Ja, und mit unserem Standwohnwagen, das ist so ein bisschen verwirrend, das habe ich jetzt gesehen. Weil eigentlich sollte er, wie sollte er denn heißen, Phoenix, so von wegen aus der Asche wieder auferstanden, weil der war ja eigentlich schon Schrott. Nur das Problem war, wir konnten uns beide den Namen nicht merken. Also ist aus dem Phoenix ein Schneewittchen geworden, also nicht verwirren lassen. Ja, genau. Aber zwischendurch hat Melanie ihn auch Aschenputtel genannt, weil sie mit den Märchen durcheinander gekommen ist. Ich stehe halt auf Märchen. Also der eine ist unser Reisewohnwagen, der andere ist unser Märchenwohnwagen. Genau, Knut und Schneewittchen. Jo, genau. Ja, und dann waren wir mal unterwegs, da waren wir gar nicht auf dem Campingplatz, da sind wir einfach mal abends nett an der Weser essen gegangen. Das kann man nämlich in Bremen ganz gut, direkt an der Weser sitzen und essen gehen. Das war ganz toll und danach sind wir dann auch schon ein bisschen rumgelaufen und was da passiert ist, naja, guckt es euch an. Ja, das ist halt so, ne, eigentlich wir haben, naja, wie gesagt, also ich habe erst die, habt ihr ja gerade gesehen, dass ich die Polster bezogen habe und es geht mit Stoff definitiv weiter. Mit Stoff geht's weiter, ja. Also Leute, ich bin da eben ganz sportlich durchgeklettert und jetzt kommt Jens. Das kannst du nicht filmen, hier ist gerade nur so. Ja, wir sind hier eben so querfeld eingegangen und ja. Hey! Ja, toll, das war's jetzt mit meiner Hose. Ja, also wir haben einen lustigen Abend. Guckt euch Melanie an, wie sie mich auslacht, wie sie sich über mich totlacht, dass sie mir meine Hose gerissen. So ein Riss. Ich hab's nicht gezeigt, aber so ein Riss in der Hose. So. Ja. Ja.
Ja, Leute, das war's jetzt. Wir können nach Hause gehen. Wenn man schon mal sportlich sein will. Die Hose ist hin. Feierabend. Melanie lacht wahrscheinlich noch den ganzen Abend. So, wir sitzen jetzt endlich wieder im Auto. Ich habe mich einigermaßen beruhigt. Die Hose ist jetzt hin. Nur weil ich gesagt habe, hey, hier ist eine Abkürzung, lass uns hier durchklettern. Ja, und dann ich durch, Jens hinterher. Meine Hose ist kaputt, ich habe einen Riss in der Hose. Ja, aber die ganze Hose ist zerfetzt. Also das Ding ist reif für die Mülltonne. Leute, so ist das, wenn man einfach nicht erwachsen werden will. Ja. Und wenn man auch noch mit 55 durch irgendwelche Zäune durchkrabbeln muss. Ja, aber macht nichts, hat Spaß, oder? Ja, Spaß gemacht. Das war's wert. Jo. Ja, wie heißt das so? Das einen sein Leid ist dem anderen seine Freude oder so? Gibt's was? Wie bist du denn jetzt drauf? Keine Ahnung, auf jeden Fall diese Hose, die war so gemostet. Also als ich euch gezeigt habe von wegen so einem Riss, kriege ich noch nicht mehr in die Kamera hier, das war noch nicht mal übertrieben, weil der fing oben an der Riss und ging bis nach unten durch. Der ging wirklich oben von der Hauptnaht, da wo der Gürtel sitzt, bis unten zum Hosenbund. Wo die letzte doppelt genähte Kante ist, dazwischen komplett durchgerissen. Ja, das war echt, cool. Sensationell. Aber. Und das Schlimme war, ich hab wirklich so ein Lachflash gekriegt, dass ich nicht nur Bauchweh hatte, ich hatte schon Seitenstiche vom Lachen. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Vor allem Jens fing daher auch noch mit an zu lachen und dann noch so, ach ja, gut, ne? Das ist halt so, wenn man Quatsch macht. Ich konnte nicht mehr, also... Ja, war lustig. Also diese Hose gibt es auch nicht mehr. Nein, die konnten wir so. Die konntest du auch nicht mehr flicken. Hätte ich die zu unserem Schneider gebracht, der hat eine Woche dran gesessen. Der hat wahrscheinlich gefragt, was das soll. Naja. Und ja, dann? Sowas passiert uns halt, wenn wir so ganz normal unterwegs sind. Ne? Dann passiert halt immer irgendwie so ein Quatsch. Ja, ja, aber ich glaube, dann waren wir endlich so weit, dass wir mal die erste Nacht da übernachten konnten auf dem Campingplatz, ne? Dann konnten wir endlich mal im Campingwohnwagen auf dem Campingplatz übernachten. Mein Gott. Dann hatten wir den Platz schon fast ein Jahr und haben das erste Mal übernachtet. Ja, weil wir haben ja auch nur gerissen. Ja. Naja, gucken wir da mal rein. Jo. Melanie hat hier schon mal die Küche im Vorzelt eingerichtet hier. Erzähl doch mal, was hast du denn gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Das sah hier aus wie Schwein. Ich habe... Da unsere Essensecke, okay. Kaffeeecke, ja. Spüle. Und Jens hat hier schon wieder was hingestellt. Ja, ey. Ich musste das da mal eben abstellen. Nein, musst du nicht, das kann man da abstellen. Oh. So, das ist nämlich alles geputzt. Ja, das steht ja ganz toll. Ja, ist mir egal. Aber hier ist alles sauber. Ja, und die Schränke ein bisschen sortiert und wir übernachten ja die erste Nacht hier. Also, unser Kühlschrank. Platz gerade aus allen Nieten. Oh, voll für 2 Wochen. Aber das Schöne ist, wir haben da ja auch ein Gefrierfach drin, kriegen heute Nachmittag hier noch Besuch. Und morgen auch. Und dann braucht man so viel Platz. Genau, und jetzt schnipselst du gerade Gemüse zum Grillen, ne? Genau. Und ich hatte eine ganz geile Idee. Jens hat hier ja so viel Tüllüt rumliegen. Und ich wusste nicht, wohin. Mit meinen Handtüchern. Weil das eine habe ich hier schon, das Pfotenhandtuch für die Hände, das hängt hier. Und die anderen Handtücher kann ich jetzt da oben an die Haken hängen. Ging supi. Ja. Man muss sich nur zu helfen wissen. Und hier haben wir jetzt spanisches Grillgemüse in einer Fertigschale. Genau. Unsere neueste Entdeckung. Mal gucken, wie es schmeckt. Und jetzt mache ich gerade einen Salat. Und wenn der Grill soweit ist, können wir was essen. Also der Grill ist schon soweit. Ja, das Fleisch noch nicht. Ach, haben wir vergessen aufzutauen, ne? Ja. Nee, ist schon wieder in unserem Reisewohnwagen. Mal gucken, was die da macht. Gehen wir mal hin. Was ist denn hier? Guck mal. Oh, Melanie hat Gardinen aufgehängt. Füße mal auf eine Seite. Oh, ist das nicht kuschelig? Schön, oder? Ja. So mit dem Wind in den blauen Gardinen, das hat richtig was Mediterranes. Sieht doch toll aus, oder?
Ja. Ich finde es schön. Finde ich auch. Eine noch, dann bin ich fertig. Ja, so eine Petroleumlampe ist doch romantisch. Hallo Leute, ich habe uns jetzt hier mal eben den Weg zum Wohnwagen geleuchtet. Ja, wir sind eben noch mal auf die Toilette gegangen, bevor wir uns jetzt schlafen legen. Und es ist auch schon ein bisschen später und ein bisschen dunkel. Und ja, gute Nacht. Ja, guten Morgen. Ich bin gerade aus dem Wohnwagen gekommen. Es ist noch relativ früh. Ja, wir stehen ja immer früh auf. Das ist eben so die Gewohnheit. Und ja, aber eigentlich habe ich ganz gut geschlafen. Aber als ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, da ist mir eingefallen, dass ich den Wohnwagen vergessen habe auszurichten. Also normalerweise richtet man den ja noch mit einer Wasserwaage aus. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich lag mit dem Kopf bergab. Und das macht mich irgendwie immer ganz bekloppt, wenn die Füße höher liegen als der Kopf. Das kann ich nicht ab. Ich bin begeistert. War toll. Und wir haben auch heute Morgen ein schönes Wetter hier. Die Sonne scheint. Wow. Ja. Gerade Sonnenaufgang. Also eigentlich haben wir da ganz gut geschlafen, nur wir haben so diesen typischen Camper-Anfängerfehler gemacht, den Wohnwagen nicht ausgerichtet, obwohl wir das ja eigentlich wussten. Ne? Also ja, aber das war wirklich also extrem doof. Also wir haben dann im Bettchen gelegen und sobald sich einer von uns bewegt hat, ging er so, aber das war uns in dem Moment dann auch egal, weil wir waren auch echt müde und haben dann gedacht, völlig piepsig, nicht so viel bewegen, wir bleiben hier jetzt liegen, Punkt. Ja, ich hatte hinten nur eine Stütze untergestellt und vorne einfach nur das Rad runtergedreht. Also der stand total wackelig, aber da haben wir nicht dran gedacht, wir hatten so viele andere Sachen im Kopf. Naja, aber das macht doch nichts, weil wir haben ihn dann sowieso bald wieder abgebaut, weil wir sind dann zur Ostsee gefahren. Und ja, das war toll. Erste Mal mit Knut unterwegs, das hat Spaß gemacht. Das war richtig cool, das hat Spaß gemacht. Ja. Na, zeigen wir euch mal ein paar Ausschnitte. Melanie ist der Meinung, ich hätte Hardcore-mäßig geparkt. Finde ich aber eigentlich gar nicht. Kommen doch alle durch. Ist doch Platz genug. Oder? Was meint ihr? Hier haben wir ein schönes Plätzchen gefunden. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Perfekt. Hey! Oh, ein Stück weiter und wir sind mitten in den Wicken. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben so viel, was wir nicht mit haben. Und perfekt wollen wir sowieso nicht sein. Das ist voll langweilig. Ja, genau. Aber unser Boni steht und er steht gerade. Genau. Unser weggeflogener Tupperdeckel muss ersetzt werden. Jo, wir hatten hier, da hatten wir keine Lampe mehr drauf. Und da haben wir einen Tupperdeckel draufgeklebt, der ist unterwegs weggeflogen.
Ja, wir brauchten nämlich halt den Deckel für die Abdeckung da oben. Und dann haben wir gesehen, hey, da war ein Nudelsalat, der hatte den passenden Deckel. Also haben wir beschlossen, wir müssen diesen Nudelsalat essen, um an diesen Deckel ranzukommen. Weil den wegzuschmeißen wäre ja echt zu schade. Also haben wir beschlossen, wir grillen. Weil als wir hierher gefahren sind, da haben wir so frei flitzende Hühner gesehen. Da habe ich gedacht, so cool, glückliche Hühner da hinten. Aber das Gemeine war, neben den Hühnern, jetzt fängt auch schon an zu lachen, weil ich habe so ein Lachflash gekriegt unterwegs. Ich habe ja immer gleich voll das Kopfkino. Neben diesen frei flitzenden Hühnern war ein Golfplatz. Ganz ehrlich, wie gemein ist das denn? Jetzt stellt euch mal vor, so ein armes Huhn, eigentlich ganz glücklich, weil kann ja frei rumrennen, kriegt er so einen fliegenden Golfball ab. Stellt euch das mal bildlich vor. Das ist doch voll gemein. Ja, Entschuldigung. Und jetzt eben, als wir dieses Schild gesehen haben, keine Haftung für Personen- und Sachschäden, musste ich gleich wieder an die armen Hühner denken. Aber Leute, ist das ein Bild oder ist das ein Bild? Herrlich! Also Melanie findet das hier am Meer so schön, dass sie gleich 20 cm gewachsen ist. Gar nicht, weil ich stehe auf der Treppe. Ja, also die Ostsee, das war eigentlich so unser Highlight 2018, ne? Das war toll. Ja, das hat echt Spaß gemacht, aber ich mit meinem Kopfkino gleich immer, ne? Ich sehe was und bei mir läuft sofort ein Film ab, das ist echt schlimm. Ja, und wir kamen da an und haben gleich gemerkt, dass unser Deckel von der Lampe weggeflogen ist, unser Tupperdeckel. Der gute Tupperdeckel. Ja. Und dann sind wir einkaufen gegangen und dann habe ich die ganzen Produkte da im Supermarkt durchsucht, wo wir irgendwie einen Deckel finden können, der darauf passt. Und dann stieß ich auf den Nudelsalat. Yeah, die Lösung. Aber der ist bis heute noch drauf. Der ist bis heute noch drauf, ja. Und der hält. Besser als der Tupperdeckel. Ja. Ja. Perfekt. Ja, das war schon schön. Also war sehr, sehr erlebnisreich. Und wie ihr wieder seht, also wenn wir unterwegs sind, es kommt irgendwie nur Quatsch bei raus. Ja, kommt nur Quatsch bei raus. Ja. Naja. Aber wir waren dann ja auch irgendwann wieder zu Hause und mussten ganz schnell erstmal einiges ändern. Ja, vorhin das Bett mussten wir umbauen. Ne? Hm. Na gut, gucken wir uns das mal an. Dann erzähl mal oder zeig mal. Ja, also ich habe ja wirklich nicht viel Platz hier und am einfachsten ist es jetzt für mich hier, dieses Brett. Erstmal, jetzt rutscht der ganze Kokolores hier, durchzuschieben.
auf der anderen Seite auch durchzuschieben. Okay. Und Wonder Woman ist jetzt gekommen, um die Lattenrösser da reinzuheben. Lattenrösser. Ja, cooles Wort. Mittig kannst du sie jetzt auch nicht lassen, oder? Ich meine, das ist ja auch in dem Sinne kein Bett, sondern das ist eben einfach das Innenleben vom Wohnwagen. Und der Wohnwagen hat innen 2,10 Meter. Und das hat ist uns jetzt das geil! Oh, cool! Oh, leg dich mal hin! Komm mal her! Ja, ich guck dir lieber zu beim Liegen. Ich leg mich gleich hin. Boah, ist das cool! Und hier sagst du nicht mehr weg. Gleich Knock. Alles gut. Cool. Ja, super. Tageswerk vollbracht. Yeah. So, und jetzt 3 Stunden später sieht das Bett wieder fast so aus wie vorher. Ja, fehlt nur das Bettlaken. Ja, nur der Untergrund hat sich geändert. Und ja, aber nettes Hellblau. Ne? Ja, weißt jetzt haben wir ein richtiges Bettchen hier. Ja. Cool. Schön. Ja, Leute, als wir von der Ostsee wiedergekommen sind, da wussten wir, also das Erste, was wir machen, wenn wir wieder zu Hause sind, ein vernünftiges Bett. Wir kaufen uns einen Lattenrost. Ja. Das muss da reingebaut werden, weil wir hatten da so eine komische Unterkonstruktion, weil wir da nicht den Originaltisch stehen hatten und dann hat sich das immer alles verschoben. Und die eine Nacht hat Melanie in so einer Kuhle geschlafen. Ich hing immer mit dem Hintern in der Luft und irgendwie war das... Naja, aber es war trotzdem schön. Egal, sowas gehört halt am Anfang, glaube ich, manchmal dazu. Ja, und dann haben wir halt dieses Lattenrost gebaut. Also bei uns ist das so, wir können jetzt diese eine Seite, da unsere Bettseite, die können wir nicht mehr umbauen zur Sitzgruppe. Aber ist für uns auch Quatsch. Wir sind ja auch nur zu zweit, das brauchen wir ja. Ja, ich meine, wir können auf der einen Seite schlafen, also hinten können wir schlafen, vorne können wir sitzen. Das ist ja perfekt, das passt doch alles. Ja, bei mir ist eben aufgefallen, also der Knut hat sich schon ganz schön verändert. Also als wir den gekauft hatten, sah der komplett anders aus von innen. Und ja, dann die Vorhänge dran, das Bett fertig. Was übrigens eine echte Aktion war, weil ich konnte das draußen nicht zusammenbauen, sonst hätten wir es nicht durch die Tür reingekriegt. Das war ganz schön eng, aber es ging. Ja, es ging. Ja, und die Polster waren schon fertig. Und ja, da hat er so richtig Form angenommen, der Knut. Das war so sein letztes großes Bam. Ja, und dieses Jahr müssen wir damit zum TÜV. Das wird auch wieder interessant. Er ist ja nun schon 41 Jahre alt. Mhm. Jo, und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so gemacht haben. Wir haben dann noch so ein bisschen... ach ja, und dann haben wir endlich mal unsere Katze mitgenommen auf dem Campingplatz. Ja, Morkalina musste auch unbedingt mal mit. Und dafür mussten wir erstmal rundherum den Campingplatz dicht machen. Nicht, weil wir Angst haben, dass die Katze abhaut oder so. Nein, wir müssen sie vor anderen Tieren beschützen. Ja, Mauka, muss man vielleicht dazu sagen, Mauka ist etwas anders als andere Katzen. Also wir haben sie wirklich so als Findelkind damals in Spanien bekommen. Da war sie wirklich, ja, so ja, die Größe. Sie war so groß wie mein Handteller ohne Finger. Ja, so groß war sie. Und also haben sie mit der Flasche großgezogen und wirklich so alle 4 Stunden ein bisschen mit einer Spritze Milch gefüttert und was ja, für eine Aktion. Ja, sie war die kleinste von 8 oder so wildlebenden Katzen, also ja, irgendwie sowas. Katzenbabys. Und die wurde von der Mutter verstoßen. Also weil die Mutter hat wohl gesagt, irgendwie, ich habe eh zu viele, die kriege ich nicht alle durch. Und die wurde dann wohl auch schon von ihren Geschwistern, von den Zitzen weggedrängt. Die hat dann auch nichts mehr zu trinken gekriegt. Also sie wäre gestorben, auf jeden Fall. Und es ist auch oft so, dass so, auch bei kleinen Hunden ist das so, so die kleinsten und schwächsten aus dem Wurf, die sind dann sehr ängstlich. Das ist auch bei Hunden so. Ja gut, dazu kommt aber noch, also in Spanien lief sie ja auch draußen rum und tobte sogar oben auf den Palmen rum, dass ich gedacht habe so, oh mein Gott, hoffentlich kommt das Tierchen da wieder runter. Aber ja, irgendwann ist sie dann nachts von anderen Katzen böse verprügelt worden, aber richtig ganz übel. Die hatte das ganze Pfötchen aufgerissen und lag dann da so vorm Fenster nächsten Morgen. Also es war schon nicht schön.
Und seit dem Tag lief die nur noch wie so ein Hund bei Fuß. Wenn wir rausgegangen sind, ging sie auch raus. Wenn wir nicht rausgegangen sind, blieb sie drinnen. Ja, das war schon krass. Und ja, jetzt hier kann sie sowieso nicht raus. Ja, und dann mussten wir sie erstmal an den Campingplatz gewöhnen. Ich meine, das müssen wir dieses Jahr noch weitermachen. Ja, da war Mauka das erste Mal eigentlich wieder so in freier Wildbahn. Und wie gesagt, weil sie so eine Angst hat und dann in Panik verfällt, mussten wir natürlich alles schön zumachen, weil sie rennt auch vor Mäusen weg. Und ganz große Angst hat sie vor Vögeln. Aber ja, Vögel sind auch ihre Feinde. Ja, sie ist halt anders als die anderen. Genau. Aber okay. Dafür ist sie sehr schlau und sehr feinfühlig. Also sie hat auch ihre guten Seiten. Ja, sie ist extrem sensibel. Ja, wir reden hier von einer Katze, mag sich irre anhören, aber okay. Ja, ist so. Na, schauen wir da mal rein. Katze im Schlepptau. Moment, Katze, die zeige ich euch jetzt mal. Na, Mauka, was sagst du dazu? Das Problem ist, unsere Katze denkt immer, es geht zum Tierarzt, wenn sie in die Katzenbox kommt. Ich bin gestern von einem Freund gefragt worden, ob ich denn hier immer nur zum Arbeiten hinfahre. Und ehrlich gesagt sehe ich das eigentlich gar nicht so, dass ich hier immer nur zum Arbeiten herfahre, weil ich habe eigentlich schon immer gerne Höhlen gebaut, schon als Kind. Und daher haben wir sogar richtig gute Höhlen gebaut. Also wir haben jetzt 26 Grad und das soll noch 28 Grad werden. Ja, ich würde mal sagen Badewetter, ne? Oder soll ich was tun? Statt hier rumzuschnacken, könntest du vielleicht mal was tun. Ich habe den Tisch schon gedeckt, hol die Sachen jetzt raus und du stehst hier. Hunger! Genau. Jo, das geht jetzt ab hier. Ja Leute, da seht ihr hier den kleinen Star der Show. Sie will auch immer gerne vor die Kamera. Also sie quietscht immer, wenn wir beide hier vor der Kamera sitzen. Ja, dann wenn ihr langweilig ist, ja, dann wird ihr langweilig, genau. Ja, braucht halt so ihre Aufmerksamkeit, ne? Na Mauka, und dieses Jahr wollen wir ganz viel auf dem Campingplatz fahren, wir drei, ne? Machen wir, ne? Ja, Leute, also wir freuen uns total auf den Frühling. Und so mittlerweile ist er ja eigentlich schon da. Oder er kommt jetzt in großen Schritten. Wie auch immer, also wir stehen in den Startlöchern und wir freuen uns, mit euch durch die Saison 2019 zu gehen. Weil wir haben ja echt noch viel vor. Also wir sind ja noch lange nicht am Ende. Nein, also naja. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch weiterhin begleitet. Ja, das wäre super, super toll. Ja, so, das waren so unsere kleinen, größeren Highlights für euch. Ja, und was ich noch sagen wollte, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir mal filmen sollen oder was ihr gerne mal sehen möchtet, weil ihr könnt ja nicht so dahin gucken, wo wir hingucken. Ihr könnt ja immer nur das sehen, was wir filmen. Und manchmal stellt man sich ja irgendwelche Fragen, ja, wie sieht es denn da oder da aus oder wie ist denn dieses oder jenes? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn das möglich ist, dann filmen wir das auch in Zukunft. Ja, klar. Oder wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie ist es jetzt da denn mit weitergegangen? Oder unser Badezimmer hängt ja auch noch in der Luft. Ja, das hängt noch in der Luft. Und. Ja, das ist, wir haben echt noch viel vor. Ja, aber die schlimmsten Arbeiten sind gemacht. Das Schlimmste ist erledigt. Ja, hoffentlich. Jetzt fängt es an Spaß zu machen. Hoffentlich. Okay, ihr Lieben, wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen, was wir euch so rausgesucht haben. Ja. Und das war's dann auch schon für heute. Wir sind durch damit. Das waren sie alle. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video.
Genau, und dann seht ihr auch bestimmt ein bisschen mehr von Maukalina und von allen möglichen, glaube ich. Jo. Okay. Okay, ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank nochmal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.